Stopp, wie vor jedem Video, eine kleine Abstimmung. Und zwar ist sie dieses Mal, ob bei dir heute auch so schönes Wetter ist wie bei mir, dann zeig mir das doch mal mit einem Daumen nach oben. Wenn nicht, dann mit einem Daumen nach unten. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Und damit hey und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute gibt es von mir endlich mal wieder einen neuen TikTok-Trend. Ja, es ist echt lange her, dass ich mal wieder so einen richtigen TikTok-Trend gemacht habe. Ich glaube, es lag aber auch einfach daran, dass es in letzter Zeit gar nicht mehr so viele TikTok-Trends gab. Also so richtige Trends, wofür man hätte Tutorials gebraucht. Deshalb bin ich wieder hier und ich hoffe, ihr freut euch auf jeden Fall. Ich weiß, wie sehr ihr diese TikTok-Trends früher geliebt habt. Ja, ich hoffe, es sind immer noch einige von euch dabei, die darauf warten. Und zwar habe ich mein letztes Video, das ich gestern Abend tatsächlich gepostet habe, einmal auf der For You gesehen gestern Abend und ich dachte so, komm, mache ich mal auch spontan nach. Und dann habe ich das halt auch bei mir gepostet. Ja, was soll ich sagen? Ich gucke nochmal, wie viele Aufrufe es aktuell hat. Eben waren es 150.000. Also muss es ja eigentlich schon ein kleiner Trend sein. Circa 152.000 habe ich jetzt mittlerweile Aufrufe. Und ja, ich wollte euch heute einfach mal zeigen, wie das Ganze funktioniert. Ich kann euch das hier einblenden. Allerdings mit einer anderen Musik, aber nur damit man versteht, was ich meine. Das Besondere an diesem TikTok-Tutorial ist, dass das jetzt mein allererstes TikTok-Tutorial mit meinem iPhone ist. Aber keine Sorge an alle, die ein Android haben. Ich kann euch verstehen, das ist einfach ein ganz normales Tutorial, wofür man jetzt nicht zwingend iPhone benötigt, sondern man kann das wirklich mit jedem Gerät machen. Ja, das finde ich eigentlich immer ganz wichtig, dass wirklich jeder dieses Tutorial sofort nachmachen kann und nicht nur, wenn man ein iPhone hat, nicht nur, wenn man ein Android hat. Also das ist wirklich für jedes Gerät. Es ist eigentlich relativ einfach. Ich erzähle euch jetzt einmal, wie das Ganze funktioniert. Und zwar braucht ihr dafür 3 bis 4 Apps, je nachdem, was für ein Handy ihr habt. Dann eine App mehr. Aber das ist eigentlich auch gar kein Problem. Und bevor wir mit diesem Video anfangen, geh doch einmal ganz schnell nach unten und schau, ob du mich schon kostenlos abonniert hast. Das würde mich nämlich sehr, sehr freuen. Und schau natürlich auch, ob du die Glocke und die Benachrichtigung dazu aktiviert hast. Denn dann bekommst du, wie gesagt, immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Und so verpasst du auch keinen weiteren TikTok-Trend mehr. Ja, ich bin ja, glaube ich, schon so ziemlich bekannt für meine TikTok-Videos. Und ich habe tatsächlich auch schon so, so viele TikTok-Trends erklärt und Tutorials gemacht dazu. Falls ihr da irgendwie Interesse habt, dann verlinke ich euch super gerne dort bei dem i meine Playlist dazu. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und euch vielleicht ein paar alte TikTok-Trends anschauen, die vielleicht nachmachen. Vielleicht gehen sie dann ja auch wieder viral. Generell, wenn jemand möchte, dass ich so ein Video mache, wie man auf TikTok am besten viral gehen kann, also auf die For You-Page kommt, dann kann ich dazu auch gerne ein Video machen. Schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Und bevor ich es vergesse, folgt mir natürlich auch ganz gerne auf TikTok. Dort heiße ich createslive.ps, hier eingeblendet. Genauso wie auf Instagram, also könnt ihr super gerne einmal vorbeischauen und euch das Originalvideo anschauen mit dem Original-Sound. Das kann ich leider hier auf YouTube nicht so richtig verwenden, weil es dann so ein paar Probleme mit der GEMA gibt. Das wollen wir ja nicht. Aber jetzt würde ich sagen, let's go mit dem Video. Ich glaube, ihr habt schon im Titel gesehen, um welchen TikTok-Trend es heute geht. Und zwar geht es um diesen Man-kann-mit-dem-Aufnahme-Button-malen-Trend. Ja, natürlich geht das nicht, das sage ich an der Stelle. Sondern es ist eigentlich einfach nur eine Kunst der Bearbeitung, das Ganze so aussehen zu lassen. Also, ja. Und wie ich das Ganze so geschafft habe, aussehen zu lassen, das zeige ich euch in diesem Video, dass ihr das Ganze einfach nachmachen könnt, posten könnt auf TikTok, viral gehen könnt, wer weiß, und so ein bisschen euren Freunden austricksen könnt. Es haben tatsächlich, obwohl ich es runtergeschrieben habe, haben tatsächlich so ein paar Leute geglaubt, dass es geklappt hat. Also muss es ja eigentlich schon ganz gut oder ganz echt ausgesehen haben. Und wie ihr das Ganze von meinen TikTok-Trends schon kennt, zeige ich euch das Ganze nicht per Bildschirmaufnahme, was ich euch einblende, sondern einfach so, was ich jetzt auf meinem Handy tippe, weil das, glaube ich, gerade bei diesem Trend hier eine sehr wichtige Funktion hat, damit man einfach sehen kann, was ich wo und wie tippe, weil das eigentlich schon so ein bisschen davon abhängig ist, weil ich finde das irgendwie blöd, wenn ihr die Bildschirmaufnahme hier sehen könnt und dann gar nicht so seht, was ich mache, drückt, halte, ziehe, schiebe, was auch immer. Deshalb würde ich sagen, nehme ich euch jetzt einfach mit auf mein Handy und lasse euch da sozusagen über meine Schulter gucken, dass ihr das Ganze einfach nachmachen könnt. Nehmt euer Handy, falls ihr jetzt gerade nicht mit eurem Handy YouTube schaut. Ah, dann könnt ihr es einfach nachmachen. So, ihr könnt jetzt mein Handy sehen. Und zwar braucht ihr für das Ganze einfach nur diese 3 Apps. Und ich nehme an, dass jeder, der auf dieses Video geklickt hat, beziehungsweise das Ganze nachmachen möchte, bereits TikTok hat. Snapchat, denke ich mal, werden die meisten von euch auch haben. InShot jetzt vielleicht nicht gerade, aber das kann man sich ja auch schnell runterholen. Und wenn ihr jetzt kein iPhone habt mit dieser Screenaufnahmefunktion, würdet ihr dann eben auch noch eine Bildschirmaufnahme-App brauchen, wenn das nicht auch von eurem Gerät aus machbar ist. Für Android kann ich DoRecorder empfehlen. Ansonsten könnt ihr einfach in euren App Store, Play Store, was auch immer eingeben, Screen Recording App. Da findet ihr auf jeden Fall welche. Aber nun gut, dann let's go mit dem Video. Ja, das Ganze ist mit
Snapchat gemacht. Und zwar geht ihr dafür einfach auf Snapchat drauf. Dann könnt ihr hier unten in eurer Galerie bzw. Kamerawall. Und dann geht ihr hier oben bei Aufnahmen. Dort könnt ihr euch dann irgendein Foto von euch auswählen. Ich glaube, das Ganze klappt auch mit einem Video. Also müsste es rein theoretisch auch. Aber ich mache das Ganze jetzt mit einem Foto. Da suche ich mir jetzt erstmal eins aus. Und so habe ich mich jetzt für dieses hier entschieden. Da geht ihr einfach hier oben auf die drei Punkte und bearbeitet das Foto. Ich werde das Ganze jetzt noch hier mit zuschneiden, weil das halt sonst so blöd ist für einen TikTok, weil ich das auf das ganze Bild möchte. Gehe ich hier hin und schneide das Ganze eben auf diese Maße zu. Tipp auf den Haken. Und jetzt fängt der ganze eigentliche Spaß an. Und zwar könnt ihr euch jetzt hier über Snapchat bei dem Stift hier oben erstmal eine Farbe aussuchen. Ich hatte eigentlich Pastell, aber da dieses Bild ziemlich hell ist, nehme ich jetzt, glaube ich, eine dunklere Farbe. Könnt ihr euch einfach eine aussuchen. Und dann beginnt ihr einfach mit eurem Finger irgendetwas zu schreiben. Ihr könnt jetzt hier was malen, was schreiben, ein Herz malen. Irgendwas wichtig dabei ist, dass es durchgezogen ist, also dass ihr nicht jeden Buchstaben einzeln schreibt und dann Pausen lasst, sondern dass ihr einfach irgendwas in Schreibschrift malt oder einfach eben ein Herz. Okay, das war jetzt blöd, aber es muss halt auf jeden Fall durchgezogen sein und am besten auch hier unten anfangen. Also ihr setzt hier eben an, wo der Aufnahmebutton ist und dann fahrt ihr halt irgendwie so hoch, malt irgendwas, schreibt was, was auch immer. Und wenn ihr es richtig geil haben wollt, dann nehmt ihr am besten auch noch so einen typischen Rotton, eben dieser Rotton, den auch der Aufnahmebutton hat. Ich finde Rot gerade hier irgendwie nicht. Dann sieht es halt eben noch echter aus, finde ich. Ich werde das Ganze jetzt auf jeden Fall erstmal wegmachen. Und ich glaube, ich nehme auch so ein Pink, weil mir das gar nicht ganz gut gefällt, vor allem ein guter Kontrast ist. Und dann müsst ihr jetzt einfach nur noch eure Screen-Recording-Aufnahme starten, euren Bildschirm sozusagen mit aufnehmen lassen. Und zwar während ihr das Ganze so malt und mit dem Finger langfahrt, Screen-Recording-Aufnahme starten. Und ich mache jetzt einfach wieder genau das gleiche wie bei meinem letzten TikTok, weil ich das einfach ganz schön fand. Das werde ich jetzt machen und diesmal werde ich auch tatsächlich hier unten starten, damit es halt so aussieht, als ob es direkt aus dem Aufnahmebutton kommt. Der ist ja ungefähr so hier. Das war falsch. Ich muss gerade erstmal überlegen. Ist doch schwieriger, als ich dachte. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, mich einfach zu umranden. Ich weiß nicht, ich fand das irgendwie auch voll cool. Dann müsst ihr die Aufnahme stoppen und dann seid ihr eigentlich auch schon fertig. Wie gesagt, ihr könnt auch einfach ein komplett schwarzes Hintergrundbild nehmen, ein Bild von euch nehmen, das umranden oder einfach nur ein schwarzes Hintergrundbild und dann irgendwie was draufschreiben. Hi, hey, Herzen, ein Muster, irgendwas. Und wenn ihr das Ganze dann fertig habt, ich finde das jetzt irgendwie echt ganz cool. Ist irgendwie ziemlich unordentlich, aber egal. Ich habe das jetzt als Kopie gespeichert und jetzt müsst ihr in InShot gehen. Das ist nämlich die App, mit der ihr das Ganze zuschneidet. Und ihr müsst ja auch, da man nicht sehen soll, dass es von Snapchat kommt, könnt ihr das hiermit auch gut rausschneiden. Also diese Menüleiste da. Geht auf Neu. Dann wählt ihr hier aus eurer Galerie eure Screenaufnahme. Fügt sie ein. Meine Screenaufnahme ist jetzt ein bisschen länger, weil ich dafür mehrere Versuche gebraucht habe und verschiedene Sachen ausprobiert habe. Deshalb muss ich jetzt hier ziemlich viel vom Anfang wegschneiden. Das könnt ihr aber ganz einfach machen, indem ihr das einfach tippt. Dann kommt hier so ein weißer Rahmen drum. Das könnt ihr dann einfach wegziehen. Dann schneidet sich auf jeden Fall der Anfang weg. Das könnt ihr halt für Anfang und Ende so machen. Bis zu der Stelle, wo es eben losgeht. Wenn ihr dann eure Stelle gefunden habt, könnt ihr, wie gesagt, das Ende auch einfach genauso wegschneiden, so dass es dann eben genau an diese Stelle endet. Und ein kleiner Trick, ihr könnt hier unten das Wasserzeichen entfernen, indem ihr einfach drauf tippt und dann hier einmalig kostenlos das Ganze entfernt. Dann ist das nämlich weg, dann stört das nicht. Und dann müsst ihr das Ganze hier mit der Leinwand zuschneiden, weil erstens diese durchsichtigen Blur, was auch immer, weg muss. Und zweitens, weil man ja hier, weil Snapchat ist, eben sieht, dass ihr damit gemalt habt. Deshalb schneiden wir das Ganze hier auch ab. Das geht hier auf der Leinwand, dann tippt ihr auf Zoom. Und dann kann man eben so ranzoomen, wie man es raushaben will. Weil man das hier ja nicht sehen soll, dann sieht man ja, dass es mit Snapchat gemacht ist. Aber es soll ja so aussehen, als wäre es der Home-Button, also dieser Aufnahme-Button. Deshalb zieht ihr das so ein bisschen zurecht, sodass man es gerade nicht mehr sieht. Und dann geht ihr auf den Haken. Und das Ganze ist ready. Also jetzt könnt ihr hier sehen, wie sich das Ganze so von Geisterhand malt. Das ist jetzt bei mir ungefähr 15 Sekunden. Und das Ganze werde ich jetzt hier oben einmal speichern. Da seht ihr mich. Ich bekomme immer diese TikTok-Werbung. So, dann geht's weiter. Indem ihr dann auf die App TikTok geht, könnt ihr mir im Übrigen super gerne einmal folgen, createslive.ps. Und das ist im Übrigen das TikTok, um das es geht. Also geht gerne auf mein TikTok-Profil und schaut euch das Ganze an. Ich nehme jetzt hier einfach nochmal den gleichen Sound. Ich mache das Ganze leiser, damit man den Sound nicht hört. Weil mit TikTok-Sounds ist das neuerdings irgendwie ein bisschen komisch. Eigentlich bräuchtet ihr jetzt für den ersten Schritt überhaupt gar keinen Sound, völlig egal. Ihr geht hier auf Effekte und dann benötigt ihr diesen Greenscreen, also Video-Greenscreen. Tippt da drauf, markiert das Video, was ihr gerade bearbeitet habt. Das ist dieses hier. Das sind volle 15 Sekunden. Tippt auf Weiter. Und dann ist hier die Aufnahme. Ihr müsst also zusehen, dass ihr jetzt nicht so über den Bildschirm hängt, weil dann sieht man euch. Das ist nämlich ein bisschen blöd. Deshalb müsst ihr euch irgendwie ein bisschen zurückgehen, aber es darf jetzt auch nichts Weißes sein oder irgendwas darüber, weil dann sieht man halt eure Hand, weil es halt ein Greenscreen ist. Das ist jetzt aber ganz einfach da deshalb,
weil man hier eben diese ganzen TikTok-Funktionen sieht, also hier auch den Aufnahme-Button und so weiter. Ansonsten, wenn man das als normales Video einfügen würde, könnte man nicht mit diesen Einstellungen hier nochmal drüber gehen. Jetzt müsst ihr eure zweite Screen-Aufnahme starten und aus dem Bild gehen. Das mache ich jetzt auch erstmal und filme euch so ein bisschen von unten. Also ihr seht schon, das ist wirklich tricky. Ich bin wirklich nicht direkt drüber, sondern ziemlich weit hinten eigentlich, aber man sieht mich trotzdem. Ich mache das jetzt aber trotzdem erstmal so, damit ihr versteht, was ich meine. Könnt den Bildschirm natürlich auch wenden, dann habt ihr dieses Problem nicht. Dann könnt ihr hier drüber sein und sonst was machen und man sieht euch nicht. Gebe ich euch einen Tipp, wendet den Bildschirm, dann passiert euch das nicht. Und dann müsst ihr einfach die Screen-Aufnahme starten. Und dann fangt ihr an, das Video aufzunehmen. Und dann spielt sich ja das Video ab, während ihr aufnehmt. Und dann müsst ihr einfach mit dem Aufnahme-Button diese Spur nachfahren. Kann man das verstehen, was ich meine? Ich zeige euch das daher auf jeden Fall auch bei mir. Und deshalb ist es eigentlich am besten, wenn eure Linie, die ihr gezeichnet habt, hier unten anfängt. Weil könnt ihr einfach direkt anfangen. Und ihr solltet euch natürlich auch merken, wo lang ihr gegangen seid, was ihr gemalt habt. Wenn nicht, wäre das natürlich ziemlich blöd, weil dann sieht es eben nicht so echt aus. Deshalb merkt euch gut, was ihr gemalt habt. Dann geht das Ganze auch schon los. Screenaufnahme starten und anfangen, das Ganze nachzufahren. Ja, das braucht bei mir auch ziemlich viele Anläufe. Also wenn ihr jetzt nicht genau auf der Spur seid, dann macht das am besten nochmal, weil sonst sieht es halt einfach nicht so echt aus. Und ihr solltet euch natürlich auch das Tempo merken. Und eben nicht zu langsam oder zu schnell sein. Ich mache das jetzt nochmal, allerdings ohne die Kamera, aber ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. Ja, das ist wirklich knifflig. Also merkt euch am besten das Tempo, die Stelle, die Reihenfolge, wenn es sowas bei euch gibt. Ich werde das jetzt erstmal ohne die Kamera machen, weil ich dafür, glaube ich, doch ein paar Versuche brauche. Dann zeige ich euch gleich das Ergebnis. So, ich glaube, ich habe das Ganze jetzt relativ gut abmalen können. Und ich werde die Aufnahme jetzt stoppen. Aufnahme stoppen. Und dieses Video braucht ihr eigentlich nicht mehr, könnt ihr löschen. Ich werde es jetzt trotzdem in meinen Entwürfen speichern. Jetzt sind wir an der Stelle angekommen, an der ihr den Sound braucht. Ihr könnt euch irgendeinen aussuchen, den könnt auch meinen nehmen. Geht dafür einfach auf mein Profil, geht auf den Sound. Hier unten tippen, Sound benutzen und dann könnt ihr hier euer Video auswählen. Natürlich die Screenaufnahme, die müsst ihr nämlich an auch nochmal zuschneiden. Meine geht jetzt tatsächlich 2 Minuten. Das werde ich jetzt erstmal zuschneiden, einfach vorne und hinten ein bisschen was weg, damit es in den Sound passt. So, ich habe jetzt diese Stelle hier gefunden. Wenn ihr damit zufrieden seid, könnt ihr hier oben auf Weiter tippen. Und dann spielt sich das Ganze auch schon ab. Bei mir ist jetzt blöderweise so ein schwarzer Rahmen drum. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gesehen, dass in dem Endresultat dieser Rahmen weg ist. Ich weiß nicht, ob das dieses Mal auch so ist. Ich schaue jetzt einmal, ob der Sound auch genauso lang ist. Ich habe mir jetzt vorher nicht die Sekunden gemerkt, deshalb schneide ich im Notfall nochmal was weg. Ja, das ist jetzt das fertige Video. Ihr seht, ich habe, glaube ich, hier an dieser Stelle irgendwie so ein bisschen gefailt, aber das ist gar kein Problem. Ich bin jetzt auf jeden Fall damit fertig. Schaut euch gerne das fertige Video auf meinem TikTok-Account createslife.ps an. Wenn ihr es nicht sogar schon gesehen habt, dann tippe ich auf Weiter und dann könnt ihr das Ganze einfach hier beschriften, hochladen. Und wenn ihr das Ganze nachgemacht habt, markiert mich doch auf jeden Fall gerne hier. Einfach hier oben Add eingeben und dann createslife.ps. Okay, ich kann mich jetzt nicht selber markieren, aber einfach so, dann wird es rot. Dann wird es bei mir angezeigt, dann kann ich das Video sehen, dann like ich auf jeden Fall bei euch und schaue bei euch vorbei. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, sehr doll, eure ganzen TikToks zu sehen. Und dann werde ich das Ganze jetzt veröffentlichen. Und that's it. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Nachmachen. Und falls ihr im Übrigen weitere TikTok-Ideen oder TikTok-Trend-Tutorials von mir möchtet, schreibt mir die super gerne in die Kommentare oder schickt mir die auf Instagram, wenn ihr irgendein Video auf TikTok gesehen habt oder irgendeine Bearbeitungsart, wo ihr nicht wisst, wie das funktioniert oder wenn ihr es nur für iPhone wisst und gern für das Android das haben wollt, dann schickt mir das auf jeden Fall, erklärt mir kurz, was ihr meint oder wenn ihr irgendwas gesehen habt, dann kann ich dazu auch vielleicht im nächsten Video sogar schon ein neues Tutorial hochladen für euch. So, das war's auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit jetzt helfen. Oder ich hoffe, ihr habt das Ganze auch verstanden. Wenn nicht oder wenn noch weitere Fragen bestehen, schreibt mir das super gerne einmal unten in die Kommentare. Ich versuche auf die meisten zu antworten und dann vielleicht in einem nächsten Video eine Reaktion darauf zu machen, beziehungsweise die ergänzenden Sachen nochmal zu erklären. Oder eben auf TikTok bei mir, da könnt ihr mir super gerne auch vorbeischauen im Übrigen. Dort heiße ich createslife.ps, genauso wie auf Instagram. Also einfach vorbeischauen. Auf TikTok bin ich sogar gerade viel, viel aktiver als auf Insta leider. Aber ich versuche auf jeden Fall, dass auf Insta wieder was kommt. Und ja, wenn ihr das Ganze dann nachgemacht habt und das Ganze gepostet habt, könnt ihr mich super gerne darunter markieren. Ich schaue dann nämlich ganz, ganz oft vorbei und like wirklich bei vielen und kommentiere auch, dass ihr das Ganze nachgemacht habt, postet das, markiert mich auf jeden Fall drunter, damit ich das Ganze sehen kann, bei euch vorbeischauen kann und liken kann. Und dann freue ich mich auf jeden Fall, eure TikToks zu sehen. Vergesst auf keinen Fall abzustimmen mit einem Daumen nach oben, wenn bei dir gerade gutes Wetter ist und mit einem Daumen nach unten, wenn bei dir gerade leider nicht so gutes Wetter ist, dann wird das Wetter bestimmt bald besser. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch über ein kostenloses Abo auf meinem Kanal freuen. Geht dafür einfach nach unten und schau, ob du mich schon kostenlos abonniert hast, die Glocke und die Benachrichtigung dazu aktiviert hast, damit du immer eine Benachrichtigung bekommst, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann bedanke ich mich natürlich ganz, ganz herzlich bei dir fürs Zuschauen
Und ich hoffe sehr, dass wir uns auf einem meiner anderen Videos oder aber auf meinen Social Media Kanälen nachher wiedersehen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, hab euch lieb.